Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. 203. Warte mal. 200. Was war das? 203, ne? 202,3. 202. Da ungefähr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wolfsrudel ist jetzt auch weg. Das Wolfsrudel wollte den Konvoi angreifen, den wir gerade versenkt haben. Die Nelly. Also ich kann mir noch vorstellen, dass auch bald amerikanische Kriegsschiffe etc. noch reinkommen werden. Alles klar. Genau, wir werden jetzt da hinten reinfahren, gehen aber schon auf rotes Licht, weil es schon 19:30 ist, wird bald dunkel. Mit kleiner Fahrt. Kamerad Pfanne geht in die Pufe. Und die zwei packen wir hier hin, um ein bisschen zu sparen hier. Genau. Auf halbe Fahrt gehen hier, ne? Schau mal ganz kurz die Kombüse nochmal, wie es da drin aussieht. Müssen wir was. Ne, was geht noch? Na, warte mal doch. Wir machen die da mal ganz voll hier. Wenn der 30 von jedem drin hat, also 4 verschiedene, da habe ich ein bisschen viel reingehämmert gerade, ne? Na gut, dann ist es so. 10. Dann habt ihr den höchsten Moralbonus. Das ist hier. Vielfältige Gerichte plus 12. Das ist immer zu empfehlen. Wollknäuel Sockenbart. Grüß dich, Boin. Schön, dass du da bist. Die Kumaran lief am 3. Dezember 1940. Wann du? Ich bin 43 schon. 1933. Warte mal ganz kurz. Die Kormoran habe ich tatsächlich als Buch hinter mir noch. Sind eigentlich auch feindliche U-Boote. Also wir hatten, und da weiß ich tatsächlich nicht, ob es von einer Mod war. Also ich hatte mal ein feindliches U-Boot. Ich weiß aber nicht, ob das von einer Mod war. Muss ich tatsächlich lügen. Würde ich mir aber auch noch wünschen, dass es fest gleich ins Spiel reinkommt. So, da wollen wir hin. Das sind Fischerboote. Ersten Konvoi haben wir erfolgreich versenkt. Und nun geht's weiter. Ach, guck mal. Wir wollen natürlich auf Diesel gehen. Das ist auch ein bisschen schneller. Haben die Kurs bei. Neuer Befehl. Wir sind jetzt im Einsatzgebiet. Genau. Ich denke mal, dann war das vielleicht auch von einer Mod damals. Ich hatte es auch nur einmal gehabt. So, wir sind jetzt ein bisschen Nachbetrieb erreicht. Schiffsschrauben, Herr Galoy. Fischerboot. Wir spielen übrigens mit einer Mod, die die Geschwindigkeit der Einzelschiffe und Konvois verändert. Leider nicht der Fischerboot. Oh. Oh, das könnte der sein, der Konvoi, ne? 77.1. 77.1. Bei einer Geschwindigkeit von 4,1 Knoten. 4,1 km. Das notiere ich mir mal hier. Und den Zeitpunkt, wo wir den Konvoi entdeckt haben. Dann können wir uns ein bisschen nachher nachrechnen, wie weit die sind. Und ich fahre diesen Konvoi ein bisschen entgegen. Und lusche nur, ob hier das Schlachtschiff zwischen ist. Wenn es nicht dabei sein sollte, fahren wir sofort durch zu dem großen Konvoi im Norden. Das ist der Plan, wenn es. Solange wir noch keinen Rauch am Horizont haben. Auch schön gemacht mit den Sternen. Ja, seht ihr das im Stream mit den einzelnen Wolken und so. Und das Spiel ist noch nicht mal auf Ultra. Das ist noch auf Hoch hier. Das sieht schon echt gut aus. Teilweise auch nur auf Mittel. 22 bis 44. Wie viele Torpedos sind noch an Bord? Ich prüfe.
Ich prüfe. Hinten auf jeden Fall. Warte mal. Ganz kurz anmachen. Hinten auf jeden Fall noch zwei T5er. Ralf ist am Kurbeln. Und vorne noch. Wollte reichen. Hast du schon einen Schnorchel drauf? Ja, Faschek. Grüß dich. Moin. Kein Problem. Ja, hab ich schon. Wir haben auch schon den Schnorchel mit der Anti-Radar-Beschichtung. Und da hätten sich schon die ersten Kontakte, auch wenn ihr die vielleicht nicht seht. Schnorchel geht rein. Kreiselkompass wird deaktiviert und wir gehen auf blaues Licht. Ich muss los. Wie lange geht's heute? Und jetzt ist. Achso. Ja, solange die Feindfahrt dauert. Ah, 3 Stunden, denke ich mal, bestimmt noch. Locker. Bis später, mein Lieber. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. 78. Hier ist ja was los. So, 78-3. Einer von den beiden wird eventuell das Schlachtschiff drin haben. Oh, das wird dann Festmahl werden hier. Da müssen wir ein bisschen zügig jetzt hier unterwegs sein. Und den schauen wir uns noch mal so ein bisschen beiläufig mal an. Da hinten sind die Jungs. Der eine zieht eine lange Rauffahne oder täuscht das eben. Das schauen wir uns näher an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. So, ich hole mir erstmal kurz das Bierchen. Das darf hier nicht zu kurz kommen. Prost, Menes. Auf euch. So, guck mal, das haben wir. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Einzelfahrer, aber es ist ein Fischerboot, so wie es aussieht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Groß. Jawohl. Das ist alles aus, Ralf. Mach nochmal einen Aal frisch und ich schau nochmal. Oh Gott, ich bin aber Bremen-Fan, mein Lieber. Okay, die trotzdem viel Spaß, Ulf. Tanker. Oh. Noch ein Tanker. Aber ganz schnell. Aber ganz schnell jetzt hier. Jawohl. Das wird eine ganz knappe Sache hier. Zu Befehl. Maschinenstopp, Hauptbruder. Ah ne, doch nicht. Maschinenstopp. Warte, kleine Fahrt. Ein bisschen gerade müssen wir auf jeden Fall hier stehen. Bis jetzt auch kein Kriegsschiff gesehen. Maschinenstopp, Hauptbruder 0. Tiefsteuerung wird besetzt. Ralf kriegt 2. Hier gehen ein paar rein. Da geht noch einer rein. So. Dann schauen wir, was hier gleich reinkommt. Wir haben hier auf jeden Fall unsere Linie von 202. Die können wir hier schon mal einfliegen. Und hier ebenso. Gut. Wir lassen ihn ein bisschen näher kommen. Das sind die wahnsinnig. Die fahren ja ohne Begleitschutz. Also ich habe ja nichts dagegen, aber das ist ja... So, ich lese den ersten einmal ein. Oder kommt ja auch schon an den Tanker. Oh, was ist das für eine? Nee. Wo sind denn... Da fehlt doch eine, ne? Ach ja, die sind beide hintereinander. Schaut euch das an. Die sind beide hintereinander. Das ist ein T2er und das ist eine Dale-Klasse, müsste es sein. So, ich nehme den
ersten hier vorne, weil dann. Wohl, nee, wir können gerade den hier hinten nehmen. Komm, soll der Geiz. So. Tanker, britisch. Das ist eine DL-Klasse. Warte mal, Prost. 8-8er. Ja, den Hintern greife ich mit dem Torpedo an. Beziehungsweise den ersten Tanker. Ist auch viel schöner für euch, oder nicht? Aber normalerweise hast du recht schnell auftanken mit der 8-8er. Also wir werden nicht beide, oder alle drei hier mit dem Torpedo behaken. Den ersten, den T2er, werde ich mit dem Torpedo behaken und dann tauchen wir auf. Und sonst sind die zu schnell weg. Die Tanker haben nicht richtig Speed, auch zum Abhauen. Und ich habe auch tatsächlich schon mal gehabt, dass mir so ein Tanker weggefahren ist. Den Frachter rechts werde ich wohl nicht bekämpfen. Ich werde mich nur um die drei oder zwei gewinnbringende Schiffe kümmern, um die beiden Tanker. Weil der Konvoi da oben, der ist wichtiger. Wo ist diese fette Tonnage, dürfen wir uns hier nicht entgehen lassen, meine Lieben. So, was hat man hier gehabt? 5,1 Knoten. Gehen wir auch hier ein. Den vorderen versenke ich und dann breche ich hier durch. Die beiden haben Glück heute, weil unser Hauptziel ist gleich hier oben. Das stimmt. Da hast du auch irgendwie recht, ne? Aber einen können wir. Einen können wir. Einen können wir. Ein. Gut, wir schauen gleich mal. ...2900. Lass mir jedenfalls den einen. T2er habe ich aber gesagt hier. Das ist ein T2er, Amerikaner. Und der hat einen Tiefgang von... 7,10. Okay, 7,10 Meter. Dafür nehme ich aber einen T3er tatsächlich. Ah, jetzt hat er den gerade warm gemacht hier. Rohr 2, bewässern! Rohr 2, fertig! Alles klar, Buckelfips. Danke, dass du mal reingeschaut hast. Ansonsten morgen Abend oder Montagabend wieder. So wie es vielleicht bei dir am besten passt. So, das sieht schon mal ganz sportlich so aus. Den ziehen wir hinterher. 2200. Aufschlagzünder lassen wir. Er soll nach links drehen, wenn er vorbeigeht bei 1350 Meter. Das lasse ich auch so. Vollgas und auf 4 Meter passt. Feuer frei. Los! So, halbe Fahrt ins Ziel rein. Alles raus. Wie weit sind die von uns entfernt hier ungefähr? 117. Aber die sind recht langsam, ne? Die fahren mit 6,3, die mit 6,1. Den oberen 6,3 geben wir uns mal ein. Dann weiß ich jedenfalls Bescheid, dass der Konvoi hier so schnell ist. So, der Aal ist raus. Wir fahren in den Konvoi rein. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Bis Torpedo-Einschlag. Das Spiel scheint ja sehr realistisch zu sein. Barschek,
Du kannst es spielen, wie du willst. Du kannst es komplett arcade-lastig spielen. Du kannst es auf leicht komplett spielen. Du kannst es auch auf sehr schwer spielen. Du kannst das mit einem TDC spielen. Also das ist, wie heißt der nochmal, von Siemens. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen, wie das aussieht. Du kannst mit erhöhten Schadensmodell spielen. Du hast auch Torpedoversager hier. Das letzte Mal hatten wir auch, glaube ich, 2-3 Stück dabei gehabt. Du hast alle Möglichkeiten, ne? Leider kein Feuerwerk. Okay, wir tauchen auf. So, wir tauchen auf. Geschwindigkeit. E-Motoren werden besetzt. Wir gehen auf große Fahrt hier in den Konvoi rein. Die beiden Tanker versenken wir, dann ziehen wir komplett Richtung Norden durch. Dieselkompressor wird aktiviert, Kreisekompass ebenso und rotes Licht für die Nacht. So, die Red Blank wird torpediert. Funkspruch haben wir abgefangen. So, die sind eingestellt, falls Flugzeuge kommen sollten, dass wir sie abfangen. 8-8 ist besetzt. Aber wir sind ein bisschen näher noch an, ne? Noch ein Stückchen näher ran. Das ist doch recht weit noch entfernt. Wie gesagt, die beiden Tanker, Dankeschön. Die beiden Tanker werden wir auf jeden Fall, wie gesagt, schnell versenken und dann drehen wir sofort Richtung Norden, um uns den beiden Filetstückchen da oben zuzuwenden. Und vielleicht haben wir Glück und ist ein Schlachtschiff dabei. Flugzeugträger vielleicht noch. Meistens in den großen Konvois ist auch gute Beute dabei. Und für die Zuschauer, wir verlosen nachher noch zum späteren Abend noch ein Kiefer U-Boot. Morgen könnt ihr auch ein Kiefer U-Boot gewinnen. Da spielen wir auch U-Boot, aber erst ab 19 Uhr. Und, ach ja, genau, da steht das ja. Und Montagabend ist wieder Unity of Command mit der Blitzkrieg DLC. Da machen wir weiter. Tanker neigen teilweise dazu zu explodieren mit einer teilweise auch mit einer richtig großen Kettenexplosion. Aber diesmal haben wir hier kein Glück. Wir haben aber rechts nochmal einen Tanker. Feuer, ja, da haben wir es. Hüllenbruch, sie sinken. Schöne Explosion, ne? Jetzt geht's auch ganz schnell. Zatox und Snappy, vielen Dank für euer Follow. Willkommen. Übrigens, sonntags ist immer der feste U-Boot-Stammtisch ab 19 Uhr. Aktuell streamen wir halt ein bisschen mehr, weil ich Zeit habe dafür. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Für die Leute, die sich für U-Boot interessieren. Wenn da oben jetzt Träger dabei sind, sollte es ja eigentlich möglich sein, dass sie ihre Leute schützen. Ja, wenn tatsächlich, im letzten Stream haben wir es so gehabt, da war hier ein Konvoi, den ich angegriffen habe und hier hinten auch. Und der untere Konvoi war im Kampf und dann sind vom oberen Konvoi die Zerstörer und Korvetten runtergekommen und haben den unteren Konvoi unterstützt. Also das machen sie, ne? Das machen sie ja.
Flugzeuge gehen hoch vom Flugzeugträger oder von der Küste. Es gibt auch verschiedene Flugzeugtypen in dem Spiel. So, ich drehe mal ein bisschen weiter nach rechts hier. Für die Rettungsboot etc. haben wir jetzt überhaupt keine Zeit. Das ist jetzt unser nächstes Target und dann geht das wirklich stramm Richtung Norden. Spannend. Ich bin echt gespannt, ob wir das Schlachtschiff dazwischen haben. Ja, auch, ich finde das Spiel halt gut, dass du auch an verlassenen Schiffen oder an Schiffe, die unter neutraler Flagge fahren, an Bord gehen kannst und schauen kannst, ob die Schmuggel gut geladen haben, ob sie, ja, all die Sachen halt, ne, unter falscher Flagge fahren. Ich schau gleich mal rein, warte. Der scheint mal ein bisschen zäh, der Bengel hier, ne? Ah, der sinkt aber auch schon gleich. Naja, wir lassen die Rettungsboote, ja, die Frachter, die können. Wir haben ja auch den Lacuna-Befehl bekommen. Von daher, nur Offiziere dürfen, glaube ich, mitnehmen. So stand das hier, glaube ich, im Spiel, die von Bedeutung sind. Oder was wissen können, alle anderen dürfen nicht versorgt werden und mitgenommen werden. Kann man eigentlich die Besatzung auffordern, das Schiff zu verlassen? Jawohl, kann man. Kann man sie schießen. Kann man, wenn wir ein Schiff, also so ein Schiff hier nicht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an ein neutrales Schiff gehen und das Schiff jetzt überführen zum Beispiel, dass es ein feindliches Schiff ist, also dass es einen feindlichen Hafen anfährt oder unter falscher Flagge fährt, aber auch tatsächlich so, könnten wir einfach sagen, ja, verlass das Schiff, wir möchten das Schiff sprengen, das können wir auch, oder versenken. Oder vermeintlich neutral. Feuer an Deck! Oh, da hat er gezündet. Na, zündet er nochmal für uns? Dieses Knacken jetzt, dieses Pup-Pup-Pup-Pup-Pup, das hat übrigens auch der von der Mod gemacht, der Mod-Entwickler. Dafür nicht. Auch cool, hier mit dem Rauch hier, ne? Mit der Verbrennung oder was das da darstellen soll. Cool. Wirklich cool. Da fehlen nur noch meine gewünschten brennenden Teppiche. So, der Kahn sinkt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na, nicht, dass er nochmal zündet. Das sieht mich so ein bisschen aus da hinten. Siehst du? Weiter geht's. Wir haben eine Mission. Richtung Norden. Keine Zeit für Gefangene oder Schiffbrüchige. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Funkspruch geht raus. Wir gehen wieder auf Zero-Tiefe. Schnorchel geht raus, Kreisekompass bleibt und wir bleiben auf rotes Licht.